yeah, Elektrostadt. Der Zappes sprach, es werde Licht. Das Pony fand den Strip doch nicht. Ja. Hallo meine Liebsten, hier bin ich mal wieder mit einem kleinen Update vom Ponylight. Und ihr werdet sehen, dieses kleine Update ist gar nicht so klein. Also, was haben wir denn hier? Hier haben wir das Ponylight, das ich auf Lochlasterplatine gebaut habe. Und das ist hier der Tiny 4313. Hier ist ein FTDI-Modul. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eins von den gefakten ist. Zum Glück hat das Zauberpony Linux. 16 MHz Quartz, die drei Darlington-Transistoren, eine Klemme, wo der ganze Stromscheiß drankommt, eine Strombuchse, jede Menge schöne Lochrasterarbeit. Da sieht man hier, das hier ist die 12-Volt-Leitung, ja, die an den Strip geht. Und die 12-Volt-Leitung, die habe ich ein bisschen stabiler ausgelegt hier mit einem fetten Kupferdraht, weil da können bis zu 6 Ampere drüber gehen, wenn da 10 Meter Strip dran hängen. Da wollte ich nicht mit so einem feinen Drähtchen hier rummuckeln. Und das hier ist die Leitung, wo die ganzen Masse-Dinger vom Strip zurückkommen. Die habe ich auch lieber ein bisschen feister ausgelegt. Möchte ja nicht den Stall vom Zauberpony anzünden. Ne? Was man hier sieht, dieses weiße Zeug, ist schlicht und einfach Sekundenkleber, der durchgesifft ist, weil ich nämlich hier das FTDI-Modul mit Sekundenkleber festkleben musste. Das war irgendwie nicht so schön festzukriegen mit Heißkleber. Die Buchse hat dagegen gut mit Heißkleber gehalten. Ziemlich coole Idee, wie ich finde, bei der Strombuchse. Ich hatte ernsthaft lange darüber nachgedacht, wie ich die eigentlich befestigen soll. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das mal primär mit einem Kabelbinder zu machen, wie man hier sieht. Ich habe dann zusätzlich auch noch sicherheitshalber so ein bisschen Hotgunk dran gegeben, aber der Kabelbinder wird dafür sorgen, dass das Ding auf gar keinen Fall irgendwie jemals abgeht. Das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja, das ist jetzt natürlich mal nur eine Platine. So will sich das Pony nicht in den Schrank stellen, ins Zimmer stellen. Insofern schauen wir doch mal, ob wir vielleicht sowas wie ein Gehäuse dazu finden. Die Gehäuserei fängt an mit dieser Plexiglasplatte hier. Das ist tatsächlich ganz normales Plexiglas, das habe ich gebrochen. Da sieht man in meinem, da habe ich mal ein Video dazu gemacht, wie man Plexiglas-Zeugs bricht. Und hier an der Platine sind Abstandhalter dran, M3 6 mm. Und was ich damit mache, ist jetzt ganz einfach. In das Plexiglas hier kommen ein Satz Schrauben rein, 6 mm Schrauben M3. Ne? Dann wie rum? So rum. Ja, ich habe auf einer Seite ist hier der Abstand von der Schraube zum Ende ein bisschen größer als auf der anderen. Und das harmoniert damit, dass hier auf der Platine auf der einen Seite dieser Steg ist, wodurch da auch der Abstand größer ist. Deswegen weiß ich immer, wie rum es rein muss. Ne? Schraubt man jetzt einfach fest, wie man sich denken kann. Und schon ist Gehäuse Schritt 1 fertig. Das Coole an dieser Gehäuseform ist, wenn man es einfach nur so lässt, ja, dann kann man die Löcher an den Ecken schon mal prima verwenden, um das Ding an die Wand zu schrauben. Dann kann man es einfach so, zack, gerade an die Wand schrauben und es sieht auch ziemlich cool aus. Wenn man da Bock drauf hat, reicht es schon mal aus. Liebes Zauberpony, lass mich gelegentlich wissen, wie du es eigentlich montiert hast. Zum Beispiel so an der Wand. Ich will aber eigentlich nicht auf Wandmontage hinaus. Deswegen gehe ich hier einen Schritt weiter. Und zwar schnappe ich mir jetzt diese zweite Platte. Das ist die obere Platte. Und bei dieser oberen Platte kommen dann 6 Schrauben rein. Das sind, ich glaube, 50 mm in 6 Schrauben. Die werden einfach ganz hochgesteckt. Dann dreht man das Ding so um. Und schraubelt mit Hand drauf. Die Mutter macht man noch nicht ganz fest, damit die Schrauben noch so ein bisschen Spiel haben. Das braucht man nachher beim Zusammenbauen.
Nachdem diese unteren Kontermuttern drin sind, schnappt man sich nochmal vier Muttern und schraubt die oben drauf, ja, so ungefähr 1,5 cm weit vom Abstand, vom oberen Ende entfernt. Das ist noch nicht so wichtig, wie weit die genau drin sind. Hauptsache, sie sind schon mal drauf, das brauchen wir später noch. Oberseite ist vorbereitet. Nächster Schritt ist wieder im Zusammenhang mit der Platine. Und zwar habe ich hier eine Viererklemme drin. Warum hier habe ich eine Viererklemme? Der Plus 12 geht zunächst mal auf diesen Pull der Klemme. Und dieser Pull der Klemme geht dann auf meinen Molex-Verbinder hier, an dem dann später der Strip drankommt. Sprich, hier kann man entweder, was ich beim Testen hatte, so eine kleine Drahtbrücke reinklemmen, dann ist das Teil immer an. Oder man baut einen Schalter dran. Mit Schalter kann man dann hinterher das Teil an- und ausschalten. Und weil ich will, dass man es an- und ausschalten kann, montiere ich hier eben diesen Schalter. Ich finde übrigens diesen Schalter unglaublich geil. Also da kann das Pony wirklich sehr, sehr happy sein, dass ich den verschenke. Eigentlich hätte ich den normalerweise nicht rausgerückt, weil das so ein elendig geiles Oldschool-Ding ist. Aber es hat einfach so gut hier dazu gepasst. Ich hätte es nicht anders machen können, als den reinzubauen. Ja. Jetzt nehmen wir wieder dieses Teil. Und das kommt dann einfach so rum hier drauf. Drehen wir mal um. Es wird jetzt einfach so weit hier drauf geschoben. Und jetzt schnappen wir uns vier Muttern und die kommen hier genau so weit drauf, dass sie hier oben gerade abschließen. Dann drehen wir das Ganze um und ziehen diese Kontermuttern hier fest. Und dann gleich die oberen gleich mit. Schadet nicht. Das Ganze muss man nicht sehr festziehen, dafür braucht man keinen Schraubenschlüssel oder sowas. Das reicht wirklich mit den Händen, mehr muss da nicht. Ja. Weil dadurch, dass die gegenläufig drauf geschraubt sind, ziehen die sich eigentlich ziemlich fest aneinander. Das hält prima, da wackelt auch nichts, da klappert nichts. Und jetzt ist natürlich hier noch der letzte Schritt, dass der Schalter da rein muss. Dafür ist ja das Loch hier gebohrt worden. Es ist übrigens eine unglaubliche Pissarbeit, ja. Eine echte, komplette Arschlocharbeit, in dieses Plexiglas XT, aus dem die Oberfläche gemacht ist, Löcher in der Größe hier reinzubohren. Nein, echt, wenn ihr jemanden wirklich nicht leiden könnt, dann gebt ihm den Auftrag, er möge in eine Plexiglas XT-Schale ein 12 mm Loch bohren, das ist die Hölle. Das ist doch wirklich ein richtig schickes Teil Technik, oder? Dann würde ich sagen, das probieren wir aus, ob es geht. Das erste, was dran muss, ist ein RGB-Strip. Ich habe jetzt hier so einen Teststrip mal von Polmer noch geklaut. Da habe ich einen Molex-Stecker von einem alten Festplatten-Y-Kabel dran gelötet, bisschen Schrumpfschlauch drum. Und das kommt hier an diesen Connector.
auf der drüberen Seite sind die beiden anderen Dinge, die wir brauchen. Und zwar einmal 12 Volt. Man sieht, ich habe hier eine gelbe Power-LED für die 12 Volt Versorgung eingebaut. Und 5 Volt. Ich habe eine rote Power-LED für die 5 Volt Versorgung. Ich mache mal die 12 Volt aus. Jetzt sehen wir nur noch rot. Jetzt mache ich sie wieder an. Jetzt sehen wir gelb und rot. Und der Strip, der leuchtet. Ich kann jetzt über den Computer steuern, was der Strip macht. Und ich zeige mal, wie das so in ungefähr aussieht. Da sieht man hier auf dem Bildschirm die Bedienungsanleitung dafür. Und mit dem Kommando RGB sonst noch was, das ich gleich abfeuern werde, kann man dann die Farbe des Strips ändern. Ich gebe jetzt mal das Kommando RGB 255 000 000. Juhu, der Strip wird rot. Hat alles wunderbar geklappt. So. Damit ist das Ponylight soweit fertig. Was fehlt noch? Ich brauche noch vom Pony den RGB-Strip, den das Pony sich gekauft hat, damit ich ihm da so einen Molex-Connector dran löten kann. Und wenn ich den RGB-Strip bekommen habe, den Connector dran gelötet habe, dann packe ich das Ganze in eine Kiste und schicke es dem Zauberpony hin seinen neuen Stall, damit es da hell wird. Und ja, mache ich aber kein Video mehr von, das ist da nicht mehr interessant. Das ist cool, ist schon zu sehen hier. Cool. Geiles Teil. Sieht super aus. Bin ich voll stolz drauf. Also, Kinders, bis zum nächsten Projekt.